This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christians died, suffering at the hands of Rome, cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome, sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Und wir fangen jetzt am Sonntagabend, den 30. September, um kurz nach 10 Uhr abends an, mit der dritten Diskussionsrunde nach der dritten Lesung des Buches Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht, das durch die wundervolle Arbeit von Bruder Maximilian ins Deutsche übersetzt wurde. Die Lesung ist gerade abgeschlossen und die Mikrofone sind jetzt auf. Und ich lade einen jeden, der auf Skype dabei ist, herzlich ein, um an der jetzt beginnenden Diskussion teilzunehmen. Also, ich bin Florian. Ich grüße euch alle, ihr lieben Brüder im Herrn. Ito. Danke, Florian. Gruß an dich zurück. Es tut mir wirklich leid, aber eben Maximilian und Renick und Alexander habe ich mal versucht rauszuschmeißen, weil ihr Mikrofon... Ach, was machst du das? Ja, nee, ich hatte doch auch das Bild geschickt. Bei mir, das Mikrofon war aus. Das Problem ist, die Anzeige bei dir ist da nicht richtig. Oder generell die Anzeige in der Gruppe ist nicht richtig, weil das Mikro aus war bei mir. Es wird halt nur anders dann angezeigt. Ja, die Störung war trotzdem da. Tut mir leid. Also ich denke nicht, dass die Technik lügt. Ich bleibe bei meiner Aussage, aber danke, ich finde es einfach da. Mein Stecker war gezogen. Ja, sorry, ich entschuldige mich und ich bitte ja, auch um Vergebung. Ich bin auch nicht böse gemeint, alles in Ordnung. Mir geht es einfach um die Qualität und auch um Jörg, dass er wirklich freie Bahn hat. Ich hatte heute Lesung. Den Eindruck, dass weniger Störungen waren als letztes Mal. Also ich will nicht sagen, dass alles weg war, aber mir ist so direkt nur einmal ganz kurz oder zweimal ganz kurz ist mir ein bisschen was aufgefallen. Ansonsten war es also viel besser als die letzten Male, muss ich mal eben ehrlich sagen. Ja, dann hörst du nochmals an, bitte. Ja. Ja, werde ich ja, wenn ich das Video mache, ne, werde ich auch nochmal reinhören wahrscheinlich. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass wir so ein Dropout gehabt haben, so von 3 Sekunden zumindest auf meiner Seite. Das kann aber auch was zu tun haben, dass ich auch Dateien verschoben habe in der Zwischenzeit. Aber es kann ja sein, dass das trotzdem bei dir richtig aufgenommen hat, dass das nur die Internetverbindung hier der Gruppe war, ne, bei dir, Jörg.
Das war jetzt so den Kommentar gegeben hast zu Charles Lear, der drei Bände. Ja. Ja, mir ist da also nichts aufgefallen. Ich hatte soweit eine ganz gute und ganz ruhige Lesung, muss ich ehrlich sagen. Also von Störungen, die ich letztes Mal während der Lesung schon gehört hatte, dieses Knacken und sowas, da habe ich dieses Mal viel, viel weniger von gemerkt. Es war zweimal kurz, aber sonst nichts. Also in der Hinsicht in Ordnung. Hat ja nun auch keinen Sinn, da stundenlang drüber zu lamentieren. Ich glaube, dass alle, die sich in dieser Runde hier eingefunden haben, sich dessen bewusst sind, dass man da eben Stille halten muss für eine vernünftige Lesung. Und das habe ich haken können. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht über die Punkte sprechen, die ich heute besprochen habe, wenn dazu Fragen oder Erklärungen nötig sind oder gerne eine Diskussion drüber angegangen wird, dann. Das ist ja eigentlich die Absicht davon, von dieser Stunde, dass wir uns darüber hin austauschen. Also erstmal von meiner Stelle dann herzlichen Dank an jeden, der an dieser Lesung teilnimmt, auf bis jetzt inaktive Weise, der sich jetzt eben auch aktiv beteiligen kann, wenn er möchte. Gezwungen wird keiner. Jeder kann hier jetzt sagen, was er gerne möchte, und dann kann man eben diskutieren über das, was ich gerade eben vorgelesen und besprochen habe, was ich persönlich eine sehr interessante Lesung fand. Ich weiß nicht, wie ihr es fand, aber das Schöne ist ja, dass ich jetzt durch diese Frage in den Raum zu stellen gleich ein Feedback davon bekommen kann, wie das bei euch angekommen ist. Gibt es da irgendwelche Bemerkungen? Definitiv. Also erstmal herzlichen Dank und zweitens genau auf das, was du am Ende angesprochen hast, von mir genau das Feedback gleich sofort. Bitte gerne, wenn du möchtest, so ausführlich du kannst und möchtest, auf die Bullen eingehen. Ich bin froh, dass ich zum ersten Mal gelesen habe, vor allen Dingen der letzte Punkt, ehrlich gesagt. Der letzte Punkt, da gibt es ja sehr viele, die da in dem Rechtsthema natürlich irgendwie aufstehen, aber den könnten sie sich mal anlesen, der steht nämlich allen voraus, und zwar auf der ganzen Erde. Ne? Also von daher, bitte gerne von mir aus, ob das jetzt nun hier ist, das wird vielleicht zeitlich gar nicht ausreichen, vor allen Dingen, wenn wir diskutieren wollen, da kannst du, also ja, bitte herzlich gerne, also das erstmal von mir ganz zu Anfang. Mhm. Ich wollte jetzt im nächsten ein bisschen Zeitraum einräumen. Ja, 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 wird sich auch ein nächster melden. Ein paar Sekunden Schweigen gehört da wohl zu, bis einer sich das Herz nimmt und das Mikrofon. Ja, moin, moin. Dann würde ich mal was sagen. Ja, Viktor. Und zwar fand ich das an sich auch eine sehr interessante Lesung, weil wir auch, denke ich, den einen oder anderen Bezug vielleicht auch noch in unsere heutige Zeit auch sehen. Du bist ja sehr intensiv darauf eingegangen, auch auf die Stellung des Papsttums als die spirituelle Macht. Und wenn du willst, dann kannst du ja mal in der Zwischenzeit nochmal vielleicht für die, die es noch nicht so richtig mal auch sich vor Augen geführt haben, die Flagge vom Vatikan mal einblenden. Ja, das kann ich machen. Ich denke, das ist nochmal, das hebt das nochmal immer so bildlich ganz gut hervor. Das mit den Schlüsseln, ne? Das Zeichen. Und halt auch gerade jetzt auch speziell so dieser Fall, wo der Papst dem König dann sozusagen die Macht entzieht, dadurch, dass er halt dann ja seinen Untertan oder dem katholischen Klerus halt dann sagt, also der hat halt, sage ich mal, euch nichts mehr zu befehlen, also beziehungsweise auch diese ganze Thematik mit den, was du sagtest, auch jetzt speziell mit China, dass glaube ich auch immer China dafür war, auch eigentlich selbst, also die Regierung selbst, die Bischöfe benennt und einsetzt. Und da gab es dann ja auch immer die Intervention, glaube ich, vom Papst, ne? Dass der sagt, nee, das ist meine Angelegenheit. Ja, das ist ein Streit, der heute immer noch fortgeht, deswegen habe ich da diese 5 Links rausgesucht, die ich jetzt nicht alle geöffnet habe, weil das würde dann die Lesung im Grunde zu weit wegbringen. Das kann man dann ja selbst machen. Das ist schon eigentlich so ein Thema für sich schon im Grunde. Alleine schon, wenn man das googelt, weißt du, dann weiß man, dass hier also wieder ein Land ist, was öffentlich ungehorsam gegenüber dem Papst zeigt. So. Ja. Und China ist ein Land, das das Papsttum unglaublich braucht, nämlich um die Vereinigten Staaten von Amerika einzufallen. Schlussendlich ist es so, wenn man Malachi Martins Buch The Keys of This Blood liest, Malachi Martin war ein Vertrauter von 3 verschiedenen Päpsten, ein hoher Jesuit, hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem The Keys of This Blood, also die Schlüssel dieses Blutes, passt die Vatikanflagge hier dazu.
der in seinem Buch ganz deutlich gesagt hat, diese Verschwörung, den Kommunismus gegen den Kapitalismus auszuspielen und diese drei Mächte zu haben, nämlich den Kommunismus auf der einen, den Kapitalismus auf der anderen und den, die kirchliche Macht, die römisch-katholische Kirche auf der dritten Seite, dient nur dazu da, um die anderen zwei Mächte auszuschalten, dass nämlich nur noch eine übrig bleibt. Den Kommunismus haben sie ausgeschaltet 1989 mit dem Fall des Kommunismus und Amerika oder der Kapitalismus wird ausgeschaltet jetzt in der Zukunft. Das ist der nächste Fall. Und übrig bleibt dann nur noch die römisch-katholische Kirche. Und da sind wir auch, glaube ich, ganz gut in unserem Buch hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche gut darauf eingegangen, dass im Endeffekt nur der Feudalstaat, der kirchliche Ständestaat übrig bleibt unter der Form von Nationalsozialismus, Faschismus, ja, was im Grunde, wie Mussolini damals sagte, eben eine Verschmelzung der Wirtschaft mit der Staatsmacht ist. Und die spirituelle, die geistliche Macht liegt über der Staatsmacht. Und damit haben wir den Vatikan als Alleinherrscher in der ganzen Welt. Die neue Weltordnung, die wiederhergestellte alte Weltordnung aus der Zeit von vor der Reformation. Ja. Ja, und nochmal der Punkt, wo du sagtest, diese Rebellion, die der Papst damals dazu aufgerufen hat zur Rebellion. Dadurch, wenn ich dem König seine Macht entziehe, genau, wenn ich das Volk aufrufe, den Treueeid, den ich dem König oder dem Kaiser geschworen habe, diesen Treueeid nicht mehr zu folgen, dann rufe ich das Volk im Grunde zur Revolution gegen den weltlichen Führer auf, ja. Ja, und ich habe nochmal so eine ganz kurze so ein Zitat mir rausgesucht aus einer Papstrede im Bundestag. Das war der in Anführungsstrichen deutsche Papst Benedikt der 16. Ja. Antichrist Benedikt der 16., genau. Kannst du das hier auf Skype teilen, dass ich das hier im Internet offen machen kann, dass ich das hier im Gespräch zeigen kann? Geht das? Ja, ich schicke dir mal eben kurz den Link. Klar, ich kann oder in die Gesprächsrunde rein, dann können sich das ja auch die anderen auch mal aufmachen. Ja, ich teile ja meinen Schirm. Wenn ich das hier aufmache, können sie sich das bei mir angucken oder so, können sie genau. Sich selbst aufmachen, wie sie wollen, ja? Ich muss nur einmal kurz in das Gesprächsfenster das einfügen. Jetzt kommt's. Und zwar ist das dann, also wir können das jetzt natürlich auch noch in Gänze noch ein bisschen breiter jetzt von vorn bis hinten jetzt besprechen, aber ein Punkt war, das ist der, Moment, erste, zweite, dritte, der vierte Absatz, der fängt an und ist es. Und dabei, da ist, das kennen vielleicht auch einige, da geht es dann weiter noch so in der Mitte von dem Absatz, da fängt es dann an, nimm das Recht weg. Was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Hat der heilige Augustinus einmal gesagt. Wir Deutsche wissen es aus eigener Erfahrung, dass diese Worte nicht ein leeres Schreckensgespenst sind. Wir haben erlebt, dass Macht von Recht getrennt wurde, dass Macht gegen Recht stand, dass Recht zertreten hat und dass der Staat zum Instrument der Rechtszerstörung wurde. Zu einer sehr organisierten Räuberbande, die die ganze Welt bedrohen und an den Rand des Abgrunds treiben konnte. Ich denke, das ist natürlich auch so ein bisschen nochmal, ne, was, ich will jetzt nicht sagen, das ruft jetzt indirekt zur Rebellion auf, aber zeigt es doch auch wieder ganz deutlich auf, wie, sage ich mal, ja, Stellvertreter, sogenannte Stellvertreter Jesus Christus auf Erden versucht so, sich so ein bisschen einzuschleimen auch, ne? Richtig, und man muss hierbei berücksichtigen, dass das, was hier gesagt wird, im Grunde vom Papst niedergeschrieben wurde in seiner päpstlichen Enzyklika Caritas in Veritate. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber ich habe da schon verschiedene Male drüber gesprochen. Caritas in Veritate, unter anderem auch in Herrscher des Bösen kam das ins Gespräch. Das ist die päpstliche Bulle von Benedikt dem 16. Caritas in Veritate. Confronting world problems with gospel power. Also, die Probleme der Welt angehen mit der Kraft des Evangeliums. Das Problem ist nur, dass es hier nicht um das Evangelium der Kirche, also der, Entschuldigung, dass es hier nicht um das Evangelium der Bibel, sondern um das Evangelium der römisch-katholischen Kirche geht. Und das ist ein anderes Evangelium. Aber ein interessanter Punkt, den du da anholst, ja.
päpstliche Bulle erlaubt Sklavenhandel. In Wikipedia oder wo ist das? Wird natürlich heute alles gut versteckt, ne? Irgendwie. Ja, natürlich. Ich erinnere mich jetzt an die Rede vom Papst, ich glaube, im Europaparlament gesprochen und dann vor der UN nochmal irgendwie. Vom Europaparlament sprichst du dann von Papst Johannes Paulus II. In den 80er Jahren? Jorge, wie heißt er, der Typ? Ah ja, ja, Franziskus, Jorge Mario Bergoglio. Ja, okay, es gab ja diesen Vorfall in den 80er Jahren, wo dann Ian Paisley aufstand. Ja gut, das war einer der letzten, ne, irgendwie. Und heute ist es ja schon fast so, als wäre das dann eine kirchliche Versammlung, hat man so den Eindruck, ja. Ja, man muss sich ja nur angucken, wie Papst Franziskus empfangen wurde, als er zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses und Senats in Amerika 2015 im September gesprochen hat. Ja, echt. Das war ja nur eine Huldigung des Heiligen Vaters da, ne, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Ja. Wie als wäre zu Hause im Vatikan. Ja. Er war in seiner, er ist in sein Wohnzimmer gekommen, als er im Kongress der Vereinigten Staaten ankam. Ging er in sein Wohnzimmer und hat seinen Enkelkindern, die sich auf dem Sofa rumgeflegelt haben, gesagt, was sie in Zukunft gefälligst zu tun haben. So ungefähr war das. Ja. Kommt, ist da nicht ein bisschen Leben in der Bude? Ja, will der Papst damit auch nicht so ein bisschen dann auch sagen, also ne, wenn die Regierung und die ganzen Stabsoberhäupter das alles nicht so hinbekommen, aber dann, ja, wir sind ja letztendlich immer noch die höchste moralische Instanz hier auf der Welt und letztendlich, weiß ich nicht, will man damit dann auch so ein bisschen diese alte Weltordnung wieder einläuten, ne? Dass man versucht damit auch der Masse zu begreiflich zu machen, naja, wir sind dann halt der Schlüssel, ne, der goldene, der oben liegt, und darunter bestimmen dann halt letztendlich wir irgendwann dann auch, wer das Regierungszepter schwingt. Ne, ja, bis jetzt, Victor, passiert das alles noch mehr oder weniger im Verborgenen. Die breite Masse begreift überhaupt nicht den Zusammenhang oder das Zusammenspiel zwischen spiritueller, also geistlicher Macht und weltlicher Macht. Der Otto-Normalverbraucher, um das jetzt mal mit dem deutschen Wort zu benutzen, was wir alle verstehen, der Otto-Normalverbraucher hat überhaupt nicht das Verständnis, also das Wissen, dass die römisch-katholische Kirche in allererster Stelle eine politische Macht ist. Und die politische Agenda der römisch-katholischen Kirche arbeitet die letzten paar hundert Jahre im Verborgenen. Deswegen bedienen sie sich ja solcher Orden wie zum Beispiel den Jesuiten, die das alles durch die Hintertür machen und die hinter der Bühne die Fäden ziehen und die Puppen an den Drähten halten. Damals, als die römisch-katholische Kirche auf dem Höhepunkt ihrer Macht war, Anfang des 16. Jahrhunderts, was sie damit noch manifestiert hat, dass sie 1512 das Heilige Römische Reich umbenannt hat in das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Damals hat der Papst gesagt, die Heretiker sind ausgestorben, die Inquisition hat ihre Arbeit erreicht, wir haben keinen Widerstand mehr, ich regiere jetzt vollkommen ohne Widerstand. Damals war die römisch-katholische Kirche auf dem Zenit ihrer Macht, damals war sie offen, für jeden erkennbar, die Macht, der sich jeder andere untergeordnet hat. Heutzutage macht sie das aus dem Hintergrund heraus und schiebt sie irgendwelche Politikerfiguren auf diesem Theater, das wir uns täglich im Fernsehen und sonst wo angucken, in die Front. Und wir schauen uns die Leute an und begreifen überhaupt nicht, dass dahinter die Drahtzieher, die römisch-katholische Kirche, der Antichrist ist. Und das wird geschafft, durch uns von klein auf an zu indoktrinieren und überhaupt nicht mehr zu lehren, was die Bibel lehrt und was überhaupt spirituelles Leben ist. Ich meine, wer begreift das denn heute noch von klein auf an? Die meisten ja nicht. Ne?
Ja, das ist ein schönes Bild, ja. Wir sehen ja nicht mehr auch, wir haben ja den Feind nicht mehr vor unseren Toren, sondern der ist ja mitten unter uns, ne? Ja, genau. Das ist ja letztendlich auch diese Zhang-Zu-Kriegstaktik, die da angewendet wird. Mhm. Schönes Bild hier. Wo muss ich hin? Also ich habe da Fragezeichen. Wenn das im 16. Jahrhundert das der Höhepunkt wäre gewesen, Anfang, ne? Vor der Reformation, ne? Ja, aber wenn das schon der Höhepunkt gewesen wäre, dann wäre ja Jesus gekommen. Nein, du darfst es ja jetzt nicht missverstehen. Es war damals der Höhepunkt in der damals bekannten Welt, in der damals sogenannten zivilisierten Welt, aber nicht über die ganze Welt. Genau, heute, die ganze Welt. Heute geht es ja darum, um das System, das damals geherrscht hat, in der ganzen Welt zu haben. Inklusive Amerika, inklusive Asien, inklusive der Orte auf der Welt, die damals noch nicht damit bei waren. Das muss ja passieren, um die Erfüllung zu bringen von Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 14. Ja, begrüß Fiat-Geld. Die ganze Welt ist am Fiat-Geld gebunden. Und dahinter steht ja, wie du mal gesagt hast, im Behind the Dictators, die Geldpolitik gehört ja den Jesuiten. Mhm. Ja, und das ganze Geld gehört ja den Jesuiten, sprich dem Papst. Naja, wir bezahlen ja nicht mit Geld, wir bezahlen mit Schuld. Ja, die ganze Welt ist auf Schuld aufgebaut. Naja, schau, bei den Amerikanern steht es zumindest noch ehrlich auf diesen Dollarschein drauf. Da steht ganz deutlich drauf, dass jede Federal Reserve Note ist nur für öffentliche und private Schulden. Da steht es auch drauf. Sonst steht das ja gar nicht mehr drauf. Die EZB macht das ja auch, die Schweizer Bank macht das auch, natürlich. Banken. Also der Punkt ist doch der, dass der Antichrist in diesem System alles umdreht, was Gott ordiniert hat. Gott hat ordiniert, dass wir mit wirklichem Wert bezahlen, ja, mit wirklichem Gold oder Silber oder sonst wie auch immer, das wird ja alles im Buch Numeri, das dritte Buch Mose, wenn ich dann nicht mich irre, ist das dritte oder ist das vierte Buch Mose? Im Buch Numeri wird das ja alles festgehalten, da werden die richtigen Waagen und Balanzen eingestellt, da werden die richtigen Werte festgelegt, alles drum und dran und der Antichrist dreht alles um. Wir haben ja auch keinen Besitz, deswegen solche Bullen oder Enzyklikalen, wie zum Beispiel in Caritas in Veritate, wo es um eine Umverteilung des Reichtums geht, wo es eben darum geht, den protestantischen Ländern ihren Reichtum zu nehmen und all das Geld zu geben an die sogenannten katholischen Länder, an die armen Länder, eine Umverteilung. Alles das, was der Reformator, was die Reformation erreicht hat, was diese Freisetzung unseres Gewissens erreicht hat, wieder wegzunehmen. Weil im Grunde ist die Reformation oder der Protestantismus ja nichts anderes, als dass wir uns frei gemacht haben von dem Joch von Rom und dass wir ein freies Gewissen haben, das nur unserem Schöpfergott unterworfen ist. Und das muss eben weltweit jetzt zunichte gemacht werden. Ist ja auch nahezu perfekt, wenn ich das mal einwerfen darf. Ja. Und, wenn ich das mal als Frage ausholen darf, wenn wir wirklich noch so weit weg vom Schöpfer sind, von dem, wo wir eigentlich leben sollten, wie es denn noch nie zuvor war, wenn man sieht, der Heinrich, ne, Mitte 20, ein typischer König, vom Alter her waren die ja alle schon und die haben ja mehr oder weniger, wie sie es halt wussten, da bibelkonform versucht, ihr Königreich zu regieren und trotzdem mussten sie da halt angekrochen kommen. So, die Leute wissen ja heute teilweise eben nicht mehr im doppelten Alter überhaupt, was hinten und vorne ist. Und wenn das eben alles so ist und ja, der Abfall im Prinzip nahezu vollkommen ist, was ist denn dann mit dieser Zeit des Erwachens, ne? Also diesen sogenannten Zeitenwechsel, der ja auch von diesem New Age so ein bisschen da reingeworfen wird, ne? Davon hängt ja auch im Prinzip ab, wie wertvoll ist das, was man hier eigentlich macht. Ist das ein Spiel, so ein Don Quixote-Ding, was sowieso letztendlich, ne, wahrscheinlich nicht zu einem Ziel führt, sondern eben nur ein, zwei noch kurz vorm Schluss retten wird und dann hat sich's wenigstens dafür gelohnt, wie du auch immer oft sagst, Jörg, ne? Mhm. Also zu der Frage zurück, ne? Was ist mit dieser Zeit des Erwachens? Was gibt's denn dazu in der Bibel Was passiert denn kurz vorm Schluss mit den ganzen Leuten? Ist es wirklich nur das Anzeichen, dass der Abfall perfekt ist
Und ja, da bleiben ein paar Leuchten übrig, mit viel Glück. Und der Rest ist halt vollkommen, ja, verloren. Die lebenden Toten, die, ja, Gestorbenen, wie auch immer man sie nennen möchte. Jesus hat doch die Frage gestellt, wenn ich zurückkomme, werde ich Glauben auf der Erde finden? Eben nicht. Ja, wenn er schon die Frage nicht beantworten kann, dann kannst du sie mir ganz sicher nicht stellen. Ist das alles, was es darüber zu finden gibt, nach eurem Wissen in der Bibel? Naja, da bin ich nicht weit drin. Schau, es ist doch so, zur Zeit der Arche Noah waren 8 Leute in Gottes Augen, höchstens 8, rechtschaffen. Wie viel sind es denn heute? 16, ich hoffe mehr. 24, 32, 144.000? Keine Ahnung. Wenn ich dazu auch mal was sagen darf. Natürlich, also, natürlich. Schön. Jörg, ich glaube, das ist der Handvoll. Ja, so, wie das Jesus ja auch mal in einem Gleichnis auch mal gebracht hat, dass man den ganzen Sand der Erde einfach, wenn man den sehen würde, eine Handvoll davon nimmt und das ist letztendlich das, was bleibt. Und es zeichnet sich ja auch ab. Das ist ja nicht erst seit gestern so, das ist seit vielen Jahrzehnten schon so. Und ich denke mal, je nachdem, wie das Evangelium von manchen aufgenommen wird, glaubten ja die einen an die Entrückung, dazu gehöre ich auch. Ja, und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Naja, die Entrückung ist natürlich eine Lehre, die basiert auf der falschen Lehre der nicht erfüllten 70. Woche von Daniel aus Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27. Was stört da jetzt? Hört ihr das auch? Ja, ja. Irgendjemand okay. Hat da ein Störsignal. Ja. Ich hoffe, ich bin's nicht. Ich mache jetzt auch gar nichts irgendwie an meinem Handy. Also du sagst im Prinzip, die Entrückung wird so nicht stattfinden. Die Entrückung ist eine falsche römisch-katholische Lehre, die nirgendwo in der Bibel zu finden ist. In der Bibel steht ganz klar, wenn Jesus Christus zurückkommt, wird jedes Auge ihn sehen. Wir, die wir leben, werden in einem Augenblick verwandelt und werden unseren Herrn in der Luft treffen. Und die Gerechten in Christus kommen aus ihren Gräbern und werden mit uns in die Luft steigen und den Herrn in der Luft treffen. So steht es in der Bibel geschrieben, da steht nichts von einer Entrückung. Die Entrückung, genau wie die 7 Jahre Trübsal, ist eine falsche, futuristische Lehre von dem Jesuiten Francisco Ribera, 1591 weltweit in die Welt gesetzt mit seinem futuristischen Lehre über einen Antichristen, der in der Zukunft kommt mit einer falschen Erklärung des Kapitels 9 aus dem Propheten Daniel, Verse 4 bis 27. Und da habe ich die 3 Videos drüber gemacht. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Okay. Das muss man sich dann mal anschauen. Also über die Offenbarung gibt es ja so viele Interpretationen. Nein, die Offenbarung sagt es ja gar nicht. Da geht es gar nicht um die Offenbarung. Aber ich finde es erschreckend, ich sage immer, die Bombe tickt und die Bombe wird platzen und das wird dann die Zeit sein für die neue Weltordnung. Wenn man heute nachschaut über Wikipedia neue Weltordnung, dann heißt es Weltverschwörungstheorie. Deswegen ist der Papst ja auch ein Verschwörungstheoretiker, wenn er von einer neuen Weltordnung spricht. Nicht nur der Papst, auch alle. Alle Präsidenten sprechen ja davon. Unter anderem der Papst. Ja. Aber ich hatte heute noch ein tolles Interview gehört von Minarek. Und in deiner Vorlesung hast du auch über die Willkür von Papst oder vom Katholizismus gesprochen. Und der Minarek, der ist ja ein Professor, hat ja auch in Wien Stunden gegeben, sprich war da sehr angesehen, auch beim Kardinal ist dort aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das gab ja einen großen Skandal darunter. Unter anderem auch, er hat den Bischof nicht als exzellent angesprochen. Und das gab für ihn eine Geldbuße, zuerst von 2000 D-Mark. Und der dazumalige Bischof Ratzinger, der dann Papst wurde, ging dann zum Gericht, zum Bayerischen, und hat gefunden, das ist viel zu wenig.
Und dann hat man das erhöht auf 72.000. Also schon diese Episode, die ich heute gehört habe von dem Minarek, das ist das kommt mir sehr gleich an deine Geschichte von heute. Er erlebte auch den Katholizismus in einer Art und Weise, die unhaltbar war. Zuletzt hat er dann Schulden in Höhe von 350.000 D-Mark. Also es ist interessant, noch seine Geschichte auch zu hören von diesem Minarek, wenn sie niemand kennt. Aber er hat auch ein Buch über den Katholizismus geschrieben und war auch ein langer Prozess, bis dieses Buch überhaupt erschien. Ging, glaube ich, über 12 Jahre, bis das Buch dann endlich erschien. Trotz Versprechungen und Zusagen vom Bertelsmanns Verlag. Okay, mein Beitrag. Danke. Jetzt selber von ihm noch nicht gehört, aber... Ja, ich habe von dem Minarek schon gehört, aber der Minarek ist genau wie die meisten anderen ein futuristischer Lehrer. Ein Freidenker. Ja, er ist ein Lehrer der Zukunft, Lehrer der Jesuiten. Über die unerfüllte 70. Jahrwoche von Daniel. Er ist einer, der den Staat Israel akzeptiert und kein Verständnis dafür hat, dass der Staat Israel lediglich darum existiert heutzutage, weil die römisch-katholische Kirche die 70. Jahrwoche von Daniel widerspielen muss und deswegen einen Tempel braucht. Das werden sie auch widerspielen, aber es ist eben nicht biblisch. Die 70. Jahrwoche von Daniels Prophezeiung wurde von Jesus Christus vor 2000 Jahren komplett erfüllt. Und wenn ich da jetzt anfange, darüber einzugehen, dann spreche ich wieder stundenlang. Schaut euch meine Videos an, der größte Betrug seit dem Garten von Eden. 3 Videos, die detailliert darauf eingehen und ganz deutlich das zu Sicht bringen. Und jeder, der die Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel verneint, der verneint auch, dass Jesus der Christ war und gekommen ist damals. Das ist eine ganz furchtbare Lehre. Eben deswegen heißt es ja auch, der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Und der Minarek ist auch einer, der in diese Kerbe einschlägt. Ich sag's euch mal ganz ehrlich, ich habe noch niemanden erlebt auf YouTube oder sonst wo, der das so lehrt, außer zum Beispiel den englischen Tom Fress von Inquisition Update. Selbst solche Leute wie Eric John Phelps sind jesuitische Wasserträger. Ja? Eric John Phelps spricht von biblischer Zukunftslehre. Der verdreht es noch mehr als die Jesuiten. Ja? Es gibt ganz, ganz wenige, die sich an diese Lehre halten. Zum Beispiel Kies Kampfschäfer hat da damals auch ein Video drüber gemacht, zu der Zeit, als ich das englische Video machte mit Tom Fress und ein paar anderen im Englischen, The Greatest Deception Since the Garden of Eden, also der englische Titel für der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Wir haben damals eine zweiteilige Sendung darüber gemacht im Englischen und das wird fast nirgendwo gelehrt. Und in Kirchen schon mal überhaupt nicht. Das ist der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Deswegen ist die Welt heute so, wie sie ist. Deswegen brauchten sie die Judenverfolgung im Dritten Reich. Deswegen brauchten sie diesen Staat von Israel. Weil wenn es keinen Staat von Israel gibt, dann kann da ja auch kein Antichrist kommen, der die Opferungen und Geschenkgaben zu Ende bringt. Das, was Jesus Christus vor 2000 Jahren gemacht hat, wird wiederholt. Und derjenige, der das dann wiederholt, den akzeptieren die Juden und die ganzen Evangelikalen als den Bringer der Wahrheit. Ja? Der Papst, der sich eben der Stellvertreter Jesu Christi nennt, kann dann wirklich seine Stellvertreterrolle als Christi durchsetzen. Kann sagen, seht ihr, ich habe es schon immer gesagt, ich bin der Stellvertreter Christi. Punkt aus. Das hört man nirgendwo sonst. Da kannst du auf YouTube und sonst wo hingehen, wo du willst. Überall hörst du nur diese futuristische Lüge. Nirgendwo hörst du die Wahrheit, wie du sie bei mir hörst. Und ich sage das nicht, um mir auf die Schulter zu klopfen, aber ich bin dankbar dafür, dass der Heilige Geist mir diese Wahrheit offenbart hat und dass er mich davor bewahrt hat, diese Zukunftslüge überhaupt glauben zu müssen. Tom Fress ist inzwischen 60 Jahre, hat 50 Jahre mit dieser Lüge leben müssen und ist jeden Tag ärgerlich darüber, dass er immer noch von diesem Sauerteig
diesem römischen Sauerteig in sich hat und da nicht mehr rauskommt. Es ist wirklich, wirklich wahr. Man hört es nirgendwo anders. Fragt die Leute mal, fragt sie ganz einfach mal, wie wurde Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27, wie ist das erfüllt? Wie verstehst du das? Es wird dir keiner sagen, dass das durch Jesus Christus vor 2000 Jahren erfüllt wurde. Und wirklich, ich kann euch nur anraten, wenn ihr das nicht kennt, schaut euch die Videos auf meinem Kanal an. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Und es wird noch deutlicher, wenn man das eben in der King James liest und aus der King James wortwörtlich übersetzt. Selbst die Schlachterbibel ist da keine perfekte Übersetzung. Das ist leider in der Schlachterbibel und in anderen Bibeln ist das so der Fall. Da ist wirklich nur die englische King James absolut prophetisch richtig. Ja? In Daniel Kapitel 9 wurde auf den Tag genau bestimmt, wann Jesus kommen wird. Wie hätte sonst im Evangelium von Lukas, ist es glaube ich, der Simeon, Maria und Josef auf der Tempeltreppe aufwarten können, als sie 8 Tage nach Jesus Geburt das Kind brachten zur Beschneidung. Weil der Heilige Geist ihm eingegeben hat, dass die Prophezeiung von Daniel, Kapitel 9, das Kommen Jesus Christus ankündigt, und wenn man den Kalender damals beibehalten hat, dann wusste man auf den Tag genau, wann Jesus geboren wird. Und das war nicht am 25. Dezember. Auf keinen Fall. Nein, die Bauern waren noch draußen auf dem Feld. Nein, aber um das Minarik abzuschließen, mir geht das ja nicht um die Lehre der Jesuiten. Es ging mir einfach nur um die Art und Weise, wie die Katholiken handhabt oder wie sie ihre... verstehe mich nicht verkehrt. Der Minarik sagt viele Dinge, die wahr sind. Aber er sagt nicht alles, und das ist eben das Problem. Du bist nicht nur verantwortlich für die Dinge, die du sagst, du bist auch verantwortlich für die Dinge, die du verschweigst. Okay. Und der Minarek sagt nicht alles. Und es gibt kein einziges Ministerium auf YouTube oder sonst wo, das wirklich die ganze Wahrheit sagt, das wirklich dieses bis ins Detail erklärt, warum Daniel Kapitel 9 so was von wichtig ist. Ja? Jesus Christus hat es ja selbst gesagt, mich hat mein Vater geschickt und ihr habt mich nicht akzeptiert, aber jemand anders wird kommen in seinem eigenen Namen und den werdet ihr akzeptieren. Ja, was meinst du denn, auf wen er damals da angesprochen hat? Auf den Papst! Und wie kann der Papst sich denn als Gott auf Erden, als Jesus-Stellvertreter vor der ganzen Menschheit etablieren? Doch nur darum, wenn er den Menschen zur Rettung kommt. In dem neu gebauten Tempel. Dafür brauchen sie aber diesen Staat Israel. Und um den Staat Israel zu bekommen, brauchten sie die Judenverfolgung, weil ohne die Judenverfolgung wären da keine Juden hingegangen. Und wenn ich die alle konzentrieren kann auf dem einen Platz, wie in einem Konzentrationslager, habe ich sie unter Kontrolle, ne? Die römisch-katholische Kirche hasst die Juden schon von vor der Zeit von Jesus Christus und will sie vernichten. Warum? Weil die Juden dafür verantwortlich sind, dass wir das Evangelium haben heute. Lest mal Römer Kapitel 11, Vers 11. Wir sollen die Juden zur Eifersucht anregen, zur Eifersucht ansetzen, weil wir Heiden das Evangelium bekommen haben, weil sie es abgeworfen haben. Das wird nirgendwo gelehrt. Überall auf der Welt wird immer nur Hass gegen die Juden gelehrt. Warum wohl? Tja. Weil das gegen die Bibel ist. Das muss man einfach mal verstehen. Und Leute wie der Minarek, ich habe nichts gegen den Minarek oder was auch immer, vielleicht ist er selbst betrogen und weiß es gar nicht. Ich meine, es gibt Leute wie Dave Hunt, der ist inzwischen, Gott hab ihn selig, der ist ja auch inzwischen tot. Also, der hat ja auch das Buch geschrieben, Die Frau und das Tier. Der hat auch nicht erkannt, dass das Papsttum der Antichrist ist, auf eine Art und Weise, wie er es eigentlich hätte erkennen sollen, wenn man sich sein 500-Seiten-Werk Die Frau und das Tier durchliegt. Aber wie kann man so ein Buch schreiben und nicht das Verständnis haben, dass das Papsttum der biblische, prophetische und historische Antichrist ist? Und, du musst nur deine Bullen lesen von heute, hey? Bitte? Das ist ja Blasphemie. Diese Bullen, die du vorgelesen hast, das ist ja Blasphemie. Pure Blasphemie. Ja, natürlich ist es das.
Es ist pure Blasphemie, dass der Papst sich da hinsetzt und sagt, ich bin Jesus Christus verborgen unter einem Mantel von Fleisch. Ja, ja. Aber es ist römisch-katholisches, kanonisches Recht, das bestimmt, dass der Papst der Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Natürlich ist das Blasphemie. Darum geht Daniel Kapitel 7, Daniel Kapitel 11, Daniel Kapitel 12. Davon spricht Paulus im 2. Thessaloniker Kapitel 2. Davon spricht Johannes in der Offenbarung. Das ist die Hure Babylon aus Kapitel 17 mit den Folgen aus Kapitel 18 und so weiter und so weiter. Und hier auf dieser Erde sind wir meistens mit Leuten konfrontiert, die nur die Lüge lehren. Warum? Alleine, wenn du mir schon erzählst, dass der Minarek sein Buch veröffentlicht bei Bertelsmann. Was ist denn der Bertelsmann Verlag für ein Unternehmen? Ich meine, wir wissen doch alle inzwischen von den päpstlichen Bullen oder Enzykliken Miranda Prorsus und Intermirifica, nicht wahr? Alles katholische Unternehmen, alles kontrollierte Opposition. Und natürlich, schau, solche Leute wie Minarek bekommen Zulauf. Das ist kontrollierte Opposition. Die wissen ganz genau, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen dürfen. Wenn so einer wie ein Minarek, der eine so große Gefolgschaft hat, morgen die Sachen ausspricht, die ich hier ausspreche, dann werdet ihr ihn übermorgen nicht mehr lebend erleben. Und das wissen solche Leute ganz genau. Ja, hat ja auch nicht mehr lange. Das nennt man kontrollierte Opposition. Was glaubt ihr denn, warum so ein Alex Jones so reich geworden ist und seine Show da hat machen können? Weil er nie über die Vatikan-Konnektion spricht, weil er nie über die Verbindung der Jesuiten spricht. Ja, der ist ja auch unterstes Niveau. Was naja, okay, unterstes Niveau, aber schau dir doch mal an, wie viele tausende Menschen der weltweit erreicht. Oder hunderttausende Menschen. Er hat sogar seinen Auftritt gehabt bei Fox. Das Fox Network wird geleitet von Rupert Murdoch. Rupert Murdoch ist ein Ritter vom Orden von Gregorius. Gregor. Dem 13. in diesem Fall. Ein päpstlicher Ritter. Ja? Na, und selbst dieser bibelgläubige Christ, also selbstberufene Ivo Sasek, das hast du auch schon drüber gesagt. Ich habe es in einer Sendung in der neuesten Jahr 15. AZK mit diesem Baumann echt mal und diesem Wischniewski gesehen. Da rätselt dann der Wischniewski am Ende seines Vortrags darüber, ja, und das ist alles so schlimm, was könnte wohl dahinter stecken? Ivo Sasek steht neben ihm und beide machen so ein Gesicht so, so. Und da denke ich mir so, also wenn Ivo Sasek da nicht sagt, das ist der Antichrist, er essen muss als bibelgläubiger Christ, wie du sagst, definitiv darüber Bescheid wissen. Und dann stimmt das absolut, was du sagst. Das ist kontrollierte Opposition. Und das sogar eben so jemand. Ja. Ja. Ja, ich nehme da kein Blatt vor den Mund, aber ich bin einer der wenigen. Noch einmal kurz auf die Reformation zu sprechen zu kommen. Dieses Buch von Daniel war ja auch aus Sicht von Luther ja so wichtig, dass er das als erstes da übersetzt hat, ne? Ja, das wissen wir. Ich hätte da auch noch etwas zum Einbringen. Zu dem Ganzen. Wegen diesen ganzen Büchern, wo es gibt auf dem Markt, auf dem christlichen Markt. Hört ihr mich? Ja, eben, ich bin ja auch. Ich habe diese Erkenntnis auch nicht so lange, wie du sie mir da mitteilst, Jörg. Ich komme da auch aus einer christlichen Bewegung raus und, ja, wie soll ich sagen, man geht da in eine Gemeinde, das war eine mehr freikirchliche Gemeinde, und da kommt jemand vorbei, der schreibt ein Buch, ist Priester, hat vier Kinder, ist der angesehen. Und dann vertritt er auch, also ich muss sagen, ein sehr ein umfassendes Werk. Ich habe es dann gekauft, das heißt ein Europas Aufstieg und Verrat. Und ich weiß auch nicht, ich kam nur bis auf Seite 60. Ich möchte es nur als Beispiel bringen. Wie soll ich sagen, jetzt, heute gestern nahm ich dieses Buch wieder in die Hand und blätterte durch die Seiten, da kamen die Waldenser drin, da kam dann das Nazireich drin. Aber in keinem Wort wird eigentlich das Thema Antichrist erwähnt, oder dass es eine Inquisition war. Ja, wie soll ich sagen? Oder dass die Weltkriege Kreuzzugskriege waren. Genau, jawohl, ja. Also eben, es ist, man kann ein Mischkübel nehmen, das ist Buch fortschmeißen. Es hat null Wert, diese ganze Literatur, wie wir haben. Es ist erschreckend, und eben, es geht ja den meisten Christen da draußen so, es ist eine solche Dürre da, also so eine Ahnungslosigkeit. Und eben, du hast ja auch gesagt, Herr Jörg,
die Leute haben null Ahnung, was eigentlich abläuft hier. Sie sind ahnungslos und es ist erschreckend. Und wenn man dann darüber redet, wird man als verrückt angesehen, wird abgestempelt, aber das ist ein anderes Thema. Aber eben, es ist sehr schwierig, das zu vermitteln. Und es braucht ja, wirklich sehr viel Weisheit, das zu vermitteln. Bis sie uns mit Mistgabeln jagen. Ja, das ist dann die nächste. Das ist sicher wahr, ja. Wie Jesus gesagt hat, sie werden euch aus den Synagogen werfen und sie werden euch verfolgen und sie werden euch töten und sie werden denken, dass sie Gottes Werk tun. Ja, das ist er. Hat Jesus uns vorgewarnt. Das wird kommen. Ja. Das klingt fast wie der Islam, sag ich mal, die Christen weltweit verfolgt. Naja, der ISIS ist ja auch nichts anderes als die römisch-katholische Kirche. Ja, das ist auch eine gekaufte Terroreinheit, so wie damals auch die katholische IRA. Ja, was in manchen Regionen von Irland auch so bezeichnet wird. Die wahre IRA ist die katholische IRA. Hm. Ja, und was sich da abgespielt hat, ist ja ziemlich untergegangen. Man hat immer nur von den Anschlägen gehört, aber nicht von den Drahtziehern, die eigentlich bekannt sind in Irland, und zwar sehr gut. Ja, es geht ja nicht um die Drahtzieher, weißt du. Es geht ja um das ganze System, wo wir drinstecken. Ja, aber das ist der Katholizismus und das ist scheißegal, ob es der Katholizismus ist, der Protestantismus. Es gibt ja so viele Ableger vom Katholizismus. Wenn du aufstehst in diesem System und es anprangerst, ob du jetzt die Protestanten anprangerst, die Katholiken, du wirst du wirst abgesäbelt. Und wenn du eine gewisse Position hast, dann wirst du umgebracht. Also ich werde für verrückt gehalten und das ist mir am liebsten so. Ja, ja, weil da kann man sagen, was man will. Letztendlich, sie gucken dich alle an und gehen dann einfach weiter ihres Weges. Also die Leute wollen es doch gar nicht hören. Wenn es dich existenziell betrifft, du musst es mal so anschauen, wenn es dich existenziell anfängt zu betreffen, dann denkst du langsam anders darüber nach. Dann siehst du, in welchem System wie wir drinstecken. Und dann hat dieses Bild mit den Fäden, mit dem Strippenzieher, einen anderen Inhalt für dich. Dann merkst du eigentlich, wer dir gegenübersteht. Das ganze Gebilde. Die Existenz meiner Eltern, inklusive der ganzen Heimat, die ist weg, die ist futsch. Also, da sprichst du den Richtigen an. Ich bin nämlich eigentlich vom Stamm her Ostpreuße. Michael, hier ist die Antwort auf deine Frage. Ja, also ich schließe da ab. Ja, okay, ist wahrscheinlich auch für andere interessant. Danke. Johannes 16,2, wir nehmen das nochmal eben in der Schlachte auf. Ja, und diese ganzen vielen verschiedenen Absplitterungen, die haben wir ja noch in Amerika, ne? Also da ist ja letztendlich dann abzusehen, was da dann kommen muss. Dann, ich weiß ja nicht, inwieweit jetzt ihr alle so damit auch euch mal beschäftigt habt, mit den verschiedenen Sekten. Und ja, es gibt da noch ewig viele noch Gemeinden, ja auch damals noch aus der Zeit, wo die ersten Siedler die Kolonien ja gegründet haben. Und ich kenne jetzt zum Beispiel nur so ein Extrembeispiel, vielleicht kennen das einige, diese Amish. Ja. Die haben ja nicht mal, benutzen keinen Strom, also alles noch ganz herkömmlich. Und die sind aber ökumenisch. Sind halt aber ökumenisch, klar. Aber ich meine. Ich habe mich dann nämlich erkundigt, ich wollte nämlich mal zu den Amish in Deutschland. Da habe ich gemerkt, dass die ökumenisch sind. Da habe ich gesagt, ja, geht's vom Regen in die Traufe. Ja, schon klar, aber das nicht in der Bibel, Synagogen, dass wir ohne Strom leben sollen, ist Schwachsinn. Nee, wir müssen schon damit zurechtfinden, was hier ist. Hallo miteinander, wenn ich auch mal etwas sagen darf oder mich einbringen darf. Man braucht ja gar keine Organisation dahinter. Also, es genügt ja, Jesus zu vertrauen und alleine zu sein. Klar, es braucht Mitmenschen, es braucht Brüder, mit denen man sich wie hier jetzt auf diesem Forum austauschen kann. Aber ja, muss man dann immer eine Organisation
angehören und sich irgendwo zu Hause fühlen. Also ich persönlich brauche das nicht. Ja, ich glaube, man wird auch keine finden, eine Organisation, unmöglich. Die sich also wirklich an die Bibel hält. Ja, die meisten Gottesdienste auch in den Freikirchen und Gemeinden finden auch wohl leider wieder am Sonntag statt. Ja, also sind sie alle involviert. Alle. Mhm. Also deswegen bilden wir ja eine geistliche Gemeinde, auch wenn wir uns nicht sehen. Voilà. Hm? Darf ich mal kurz auf das von Yves eingehen, der hier einen Text geschrieben hat, dass er gerne nochmal eine Erklärung hätte über die Erläuterung bei der ganzen Rechnerei. Yves, kannst du mir da eben genau sagen, was du damit meinst? Was möchtest du gerne darüber erklärt haben, über die 70-Jahr-Woche? Was ist da nicht deutlich? Ja, gerne, Jörg. Du hast mir Hausaufgaben gegeben. Habe ich das? Ja, indirekt. Ich hatte eine Anfrage an dich und du sagtest, ja, die erzählen ja sicher auch nichts davon, von den 70-Jahr-Wochen. Und da habe ich mir nochmals, also ich habe es mir schon mal angehört, die drei Präsentationen zum größten Betrug seit dem Garten Eden angehört. Und ich glaube dir 100% und ich habe es auch begriffen, nur ich kann es nicht wiedergeben mit der ganzen Rechnerei. Also ich verstehe 7 plus 62 gibt 69 und dann kommt die letzte Woche, die eben eigentlich so nicht erzählt wird, zu 99,9% auf dieser Welt, die du anders erzählst, also die du auch anders erklärst. Das wären ja wieder 70 Wochen, oder? Und das wäre eigentlich dann, das ist nur ein Verständnisproblem, das ich habe, kein Zweifel oder so. Siehst du jetzt das Bild, was ich hier eingeblendet habe? Ich sehe es. Also. Das fängt an mit der Geburt. Nee, es fängt an mit dem Herbst 457 vor Christus. Ja, genau. Und ab dann musst du einmal 7 Wochen zählen, so Jawohl. Wie es in Daniel beschrieben ist. Tempelaufbau. Ich nehme mal eben die Schlachterbibel hier mit bei. Mhm. Daniel, Moment, mal eben aufschlagen. Ich habe mir heute in den Daumen geschnitten, deswegen kann ich nur mit rechts blättern, das ist ganz beschissen, da habe ich nämlich schon ein gutes Gefühl drin. Okay. Ja, ich habe meiner Mutter helfen wollen, Knoblauch zu schneiden, da habe ich mir den Finger halb abgeschnitten. Ne? Bist du Linkshänder? Nee, aber ich blätter in der Bibel immer so mit links, wenn ich das aufmache. Also ich habe Daniel 9 hier jetzt gerade eben mal auf. Es geht um Verse 24 bis 27. Also, wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten. Das ist die 457 vor Christus hier. Ja. Dem Fürsten vergehen 7 Wochen, das sind diese ersten 7 Wochen. 7 Wochen sind 7 mal 7, 49 Jahre. Und 62 Wochen, das ist der andere Zeit, in der die Straßen und Gräben wieder aufgebaut werden, und zwar in bedrängter Zeit, weil die Israeliten oder besser gesagt die Juden zu der Zeit mussten sich immer gegen Angreifer verteidigen. Ich habe in den Videos, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, habe ich immer den Ausdruck gebraucht, in der einen Hand hatten sie die Maurerkelle und in der anderen das Schwert, um sich gegenüber ihren Feinden zu verteidigen. Und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Das heißt, diesen 62 Wochen gingen 7 Wochen voraus, also wir sprechen in total über 69 Wochen. Und ihm wird nichts zuteil werden, die Stadt aber samt dem Heiligtum, und wie gesagt, die Schlachterbibel ist hier eine ganz beschissene, jetzt mal ganz ehrlich auf Deutsch gesagt, Übersetzung. Ja. Es läuft darauf hinaus, dass diese 27 nach Christus, ja, da sind 7 Wochen und 62 Wochen abgelaufen, 69 Wochen. Nach 69 kommt 70. Ja. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Ja. So steht es geschrieben. Nach 69 kommt 70. Wenn die 69. Woche vorbei ist, fängt die 70. Woche an. 27 nach Christus. Ist das jetzt 27 nach Christus? Ist das jetzt 30 nach Christus? Ist immer die Frage, wurde Christus geboren im Jahre minus 3 oder 0 oder wie auch immer. Das spielt jetzt alles überhaupt keine Rolle. Es geht hier um das Prinzip, sage ich jetzt eben mal. Ob das jetzt genau 27 nach Christus war oder was auch immer. Nach 69 Wochen kommt die 70. Woche. Als Jesus Christus im Fluss Jordan von Johannes dem Täufer getauft wurde,
Da hat er sein Ministerium angefangen. Das kann man nachlesen in den 4 Evangelien. Ja? Jesus war 30. Das war nämlich das Alter, das einer nach dem Gesetz von Mose haben musste, wenn er sein Priestertum aufnehmen wollte. Das galt natürlich hauptsächlich für die Leviten, denn die Leviten waren das Priestervolk von Israel. Aber Jesus kam ja nicht aus dem Volk der Leviten, Jesus kam aus dem Volk Juda. Er war ein Jude. Ja? Und er hat sein Ministerium eben auch nach dem Gesetz Mose erst mit 30 Jahren anfangen können. Hier, 27 nach Christus, ist Jesus 30, ist er getauft. Direkt nach seiner Taufe geht er in die Wildernis und wird vom Teufel verführt. Dreimal, Matthäus Kapitel 4, kann man da nachlesen. Das ganze Evangelium von Matthäus, von Markus, von Lukas und von Johannes ist die Erfüllung der 70. Jahrwoche. 3,5 Jahre Jesus Christus im Fleisch wandelt auf der Erde und macht bekannt das Königreich Gottes, bis er ans Kreuz geht und damit das zur Erfüllung bringt, was in Vers 26 steht, dass er wird ausgerottet werden, aber nicht für sich selbst. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Das ist die 10. römische Legion, die 70 nach Christus kommt, den Tempel und ganz Jerusalem den Erdboden gleich macht. Von daher kann man sich fragen, an welcher komischen Mauer stehen die Juden da an der Klagemauer? Weil Jesus hat gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, auch keine Klagemauer. Ja? Die stehen also sonst wo, aber nicht an der richtigen Stelle, wo der Tempel damals war. Da mal eben daneben bei, ne? Wenn sie sich da eben die ganze Zeit die Kopf an der Mauer stoßen, da, Idioten. Und sie geht über in der unterströmenden Flut, das steht für einen Krieg und bis an das Ende wird es Krieg geben. Ja, wir leben doch in Dauerkrieg seit dem Jahr, seit damals, bis der Prinz des Friedens kommt, der wirkliche Prinz des Friedens, nicht der Papst, der sich natürlich dafür ausgibt, in der wiedergespielten 70. Jahrwoche von Daniel, sondern der wirkliche Prinz des Friedens, Jesus Christus, das ist sein Titel. Und bis dahin wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstung. Und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, also die 70. Woche. Wird er einen Bund schließen, einen neuen Vertrag, das Neue Testament, den neuen Covenant, wie man das nennt. Nicht mehr das Blut von Lämmern und Bullen und Ziegen und weltlichen Tieren wird noch theoretisch die Sünde von uns nehmen, sondern das Blut des perfekten Lammes, des Sohnes Gottes, einmal vergossen, wird ein für allemal alle Sünden dieser Welt wegnehmen. Er ist für uns zur Sünde geworden. Ja? Er wird mit vielen einen Bund schließen, eine Woche lang und in der Mitte der Woche, hier wo das Kreuz steht, ans Kreuz geschlagen, wird er die Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Als Christus am Kreuz hing, ist der Vorhang im Tempel von oben nach unten eingerissen worden und das Allerheiligste im Tempel ist entblößt worden, um deutlich zu machen, hier gibt es keine Opferungen mehr, keine Speisopfer mehr, keine Schlachtopfer mehr. Jesus ist das perfekte Lamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. So steht es in Daniel beschrieben und Jesus seine 70. oder die 70. Woche von Daniel wird von Jesus Christus auf zwei verschiedene Weisen erfüllt. Erstmal die ersten 3,5 Jahre im Fleisch, weil das Wort wurde Fleisch. Ja, am Anfang war das Wort. Und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wandelte unter uns. Jesus Christus hat 3,5 Jahre mit uns gewandelt und hat mit seinem Evangelium das Königreich Gottes auf dieser Erde im Fleisch verkündet. Ging ans Kreuz, hat mit dem Vergießen seines Blutes dafür gesorgt, dass all unsere Sünden vergeben werden, wenn wir ihn akzeptieren. Und danach hat für 3,5 Jahre der Heilige Geist übergenommen. Das fing an mit der Apostelgeschichte, mit Pfingsten. Ja? Und danach, da ging das Evangelium an die Heiden. Weil hier geht es um die Zeit der Errettung der Juden. Jesus Christus hat selbst noch zu der Frau am Brunnen der Samaritern gesagt, dass er gekommen ist, um die Juden zu retten. Für die Juden ist die Erlösung, nicht für die Heiden. Das war erst danach, nach den 3,5 Jahren. Hier sagt die Siebentags-Adventistenkirche wieder, das war nach der Steinung von Stephanus. Da bin ich nicht mit einverstanden, weil die Steinung von Stephanus hat erst dazu geführt, dass Saulus überhaupt zum Paulus bekehrt wurde, danach...
Und es hat noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis Paulus dann hinausging und den Heiden das Evangelium gelehrt hat. Also ich bin nicht damit einverstanden, dass die Steinigung von Stephanus das Ende der 70. Jahrwoche war, wo dann das Evangelium an die Heiden ging, aus dem einfachen Grunde, weil das geschichtlich so nicht verfolgbar ist. Die Steinigung von Stephanus war früher als 3,5 Jahre nach Jesus Christus Ende. Kann man ja nachlesen, Apostelgeschichte 7. So, jetzt sind wir schon eine ganze Stunde hiermit beschäftigt. Ich hoffe, dass ich dir jetzt ein bisschen noch geholfen habe mit der Erklärung hier, Yves. War das jetzt ein bisschen deutlicher geworden? Das war für uns alle top, wenn ich das mal reinschmeißen darf. Ja, gut. Einmal gehört, super. Wenn es anderen auch noch geholfen hat, desto besser. Aber hauptsächlich die Frage jetzt mal eben an Yves. Hat es dir geholfen? Ist das die Rechnerei, wo du Probleme mit hattest? Oder? Da scheint einer eine schlechte Verbindung zu haben. Da kam nicht viel von an. Leider. Er wollte wahrscheinlich sagen, dass er es wahrscheinlich auch noch nicht so ausführlich gehört hat. Also ich habe schon zweimal von dir aus den von deinen Vorträgen gesehen und das hier war meines Empfindens nach, ich kann es jetzt schlecht überprüfen im Kopf, aber ich glaube die ausführlichste. Also vielleicht habe ich es dreimal gebraucht jetzt, aber ich glaube, das war die beste von allen. Also ich glaube, das hier checkt definitiv jeder. Vielleicht nicht mein Vierjähriger, aber ja. Aber wenn der Vierjährige 10 Jahre ist, dann ja, weil die Bibel ist dafür geschrieben, um an Fünftklässler sich erklären zu können. Und die sind meistens 10 bis 11 Jahre alt. Gott, da war noch eine ist Sache, ein, Gott ist nicht der Gott der Konfusion, der Irreführung. Der hat das ganze Alte Testament dafür gebraucht, um uns darauf hinzuweisen, dass die Erlösung kommt in der Form seines Sohnes. Und er hat im Neuen Testament alle Macht gebraucht, um uns darauf hinzuweisen, wer der Feind seines Sohnes ist, wer der Antichrist ist. Genauso deutlich, wie Gott es im Alten Testament gemacht hat, wer Christus ist, wann er kommt, was er tut, was er sagt. Teilweise ist in den Prophezeiungen deutlich geschrieben, aufs Wort genau, was Jesus sagt, bis wo er ans Kreuz geschlagen wird. Die genauen Worte, unter anderem in Jeremia, sind festgeschrieben. Und im Neuen Testament handelt Gott mit uns auch nicht auf eine betrügerische Art und Weise, sondern er sagt uns ganz klar, durch die vier Evangelien und durch die Epistel von hauptsächlich Paulus geschrieben und auch die anderen von Judas und von Jakobus und von Petrus und von Lukas in Apostelgeschichte zum Beispiel, das durch Lukas geschrieben wurde, sagt er uns, wer der Antichrist ist. Man muss nur Augen haben zu sehen und Ohren haben, um zu hören. So, hat noch jemand eine abschließende Bemerkung, weil wir sind bei einer guten Stunde angekommen. Ist da noch etwas, das jemand gerne besprochen haben möchte? Sonst werde ich das Video für heute schließen hier. Okay, dann habe ich jedem die Gelegenheit gegeben, noch ein Schlusswort zu sagen. Dann werde ich hier offiziell das Schlusswort sagen. Ich hänge natürlich nicht auf. Die Diskussion oder Unterhaltung kann gerne noch weitergehen. Aber das Video der dritten Lesung, der dritten Diskussionsrunde nach der Lesung von Romanismus und die Reformation werde ich dann hiermit beenden. Ich danke jedem für die Teilnahme. Ich finde es schade, wenn hier und da Leute technische Probleme hatten, aber hauptsächlich Yves, du sagtest es gerade, du hast technische Probleme. Hoffentlich hast du alles gut verstanden und sonst müssen wir nochmal in einem Privatgespräch darüber sprechen oder hör dir dann halt diese Lesung nochmal an, wenn das dann nächste Woche auf YouTube veröffentlicht wird. Und schaust dir nochmal an und dann wirst du da sicher draus lernen können. Wir haben über viele andere Dinge gesprochen, nicht so sehr über Romanismus und die Reformation. Das wird sich in der Zukunft vielleicht noch ändern, aber es spielt für mich keine Rolle. Wir haben über biblische Themen gesprochen, wir haben über wichtige Themen gesprochen, wir haben über den Antichristen gesprochen, wir haben über den Betrug in dieser Welt gesprochen, mit dem wir tagtäglich in diesem System konfrontiert werden. Und das war wichtig und ich hoffe, es hat euch geholfen zu besserem Verständnis, wie es auch mir jedes Mal zu besserem Verständnis geholfen hat. Und ich freue mich, euch alle und alle, die diese Videos
Videos schauen, auch wieder zurückzusehen. Euch nächste Woche in dieser Gruppe wieder begrüßen zu können zur vierten Lesung von Romanismus und die Reformation. Danke, 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 Maximilian, für diese wunderbare Übersetzungsarbeit, die du geleistet hast und dass du mich in die Lage versetzt, dieses wundervolle Buch meinen deutschen Brüdern, deutschsprachigen Brüdern und Schwestern beizubringen und zu erklären. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.